Wenn du Schmerzen verspürst, dann ist es wichtig, dass du dich auf deinen Atem konzentrierst. Atme langsam tief ein und wieder aus, während du dir vorstellst, dass du mit jedem Atemzug frische Energie in deinen Körper aufnimmst und mit jedem Ausatmen die Schmerzen und Anspannungen begonnen haben abzufallen. Während du deinen Atem beobachtest, kannst du dich auf die Vorstellungsreise begeben, dass du dich an einem ruhigen Ort befindest. Vielleicht bist du am Meer und hörst das Rauschen der Wellen oder du sitzt in einem grünen Wald und hörst das Zwitschern der Vögel. Je mehr du dich auf diese Vorstellung einlässt, desto mehr wirst du dich entspannen und die Schmerzen werden nach und nach mehr und mehr begonnen haben, loszulassen. Gleichzeitig kannst du auch versuchen, deine Aufmerksamkeit auf andere Körperteile zu lenken. Vielleicht spürst du ein Kribbeln in den Fingerspitzen oder ein angenehmes Prickeln in den Zehen. Konzentriere dich darauf und versuche, diese Empfindungen zu verstärken. Je weniger du dich auf den Schmerz fokussierst, desto schwächer wird er werden. Wenn du möchtest, kannst du auch eine Metapher verwenden, um dich von den Schmerzen zu lösen. Stell dir vor, dass du auf einem Fluss treibst und die Schmerzen wie Äste und Blätter sind, die an dir vorbeischwimmen. Du lässt sie einfach vorbeiziehen und konzentrierst dich auf die Schönheit der Landschaft um dich herum. Weil Schmerzen oft auch mit Angst und Sorge verbunden sind, ist es wichtig, dass du dich selbst beruhigst. Sage dir selbst, dass du stark bist und dass du die Schmerzen aushalten kannst und überwinden wirst. Wiederhole diese Affirmation immer wieder und lasse sie zu einem Mantra werden, das dich stärkt und unterstützt. Und schließlich denke daran, dass Schmerzen Teil des menschlichen Lebens sind. Wenn du sie akzeptieren, aushalten und dadurch loslassen kannst, dann wirst du auch in schwierigen Zeiten Wohlbefinden finden. Denn genau wie das Leben selbst sind Schmerzen nur vorübergehend und können dich auf eine tiefere Ebene der Heilung und Stärke führen.